Stöcke und es pfeift, dass einem das Gehirn aus den Ohren geblasen wird. So, die Nacht ist gut überstanden. Es ist jetzt hell. Heller wird es jetzt hier nicht mehr. Es hat die ganze Nacht gestürmt und geschneit. Aber die haben hier schon wunderbar wieder geräumt. Fast alle 2 Stunden fährt hier ein Schneepflug durch. Traumhafte Landschaft. Ich hoffe, ich kriege noch ein bisschen was zu sehen heute, weil gestern war alles schon komplett stockdunkel. Aber hier oben am Polarkreis in der Polarnacht ist das halt eben so. Ja, ich fahre jetzt vorsichtig und ich werde jetzt dann anschließend nicht mehr weiter über die Hochebene fahren, weil ich gehe davon aus, dass die wahrscheinlich eh geschlossen ist. Bei dem Sturm jedenfalls. Sondern ich werde Richtung Finnland fahren, in der Hoffnung, die Strecke ist auf. Und ansonsten ja, muss ich einfach ein paar Stunden oder vielleicht mal einen Tag noch hier sitzen und hier gemütlich was schreiben, Kaffee trinken oder weiß der Teufel was. So nebenbei bemerkt, es ist der 1. Januar, 11 Uhr, seit circa ja, einer Stunde soll die Sonne aufgegangen sein. Ich bin sicher, ich werde heute hier keine Sonne mehr sehen, weil um 13.20 Uhr geht sie schon wieder unter. Also die Polarnacht ist echt scheiße, weil die Tage sind verdammt kurz. Aber dafür kann man länger schlafen. Auch eine Variante. Es ist ein fast lautloses Dahingleiten über den Schnee. Die Straßen sind leer, kein Mensch ist auf der Straße. Klar, 1. Januar, alle haben gefeiert wahrscheinlich gestern. Und die Schneeräumdienste sind hier eigentlich ständig unterwegs, sodass eigentlich es nie wirklich besonders prickelnd werden kann. Wenn es hart auf hart kommt, dann wird einfach nicht geräumt, sondern da wird einfach die Strecke gesperrt. Wunderschöne Winterlandschaft. Kann ich jedem empfehlen.